Ja, ganz herzlich willkommen heute Abend hier zu unserer Ringvorlesung Alpinismus. Heute haben wir hier einen, ja, könnte man sagen, Doppelvortrag, in dem es eben auf das, um das Recht auf Risiko, aber auch um Risiko und Recht geht. Das heißt, wir erhoffen uns heute auch ein kleines bisschen eine interdisziplinäre Perspektive auf das Thema. Bevor ich jetzt ganz kurz inhaltlich nochmal resümiere, wo wir vielleicht schon mal keine Schlaglichter auf das Thema bekommen haben, möchte ich denjenigen, die jetzt hier auch sitzen, weil sie in dieser Lehrveranstaltung ECTS-Punkte erwerben möchten, nochmal ganz kurz die Versicherung geben. Also wir werden in der letzten Sitzung Ihnen detaillierte Informationen darüber, wie Sie den Leistungsnachweis erwerben können, geben. Wir haben es im Grunde auch schon angekündigt. Und wir werden dann quasi zum Zeitpunkt der letzten Sitzung, weil es wird ja diese Hausur sein, wie Bernhard Schofen das genannt hat, wir werden also zu diesem Zeitpunkt Ihnen dann quasi die Aufgabenstellung online stellen und wie schon angekündigt, werden Sie dann 120 Stunden haben, um diese Aufgabenstellung zu bearbeiten. Und Sie brauchen sich da auch, glaube ich, keine Sorgen zu machen. 120 Stunden, das sind natürlich nur wenige Tage. Das wird eine überschaubare Fragestellung sein und ich denke, selbst wenn Sie noch andere Dinge zu tun haben, wird das bestimmt gut leistbar sein. Ich denke, Sie müssen sich da keine Gedanken machen. Und das heißt, nächstes Mal haben Sie quasi online dann eine detaillierte Handlungsanweisung, was zu tun ist. Gut, aber jetzt zum Thema heute. Recht auf Risiko, Risiko und Recht. Wir haben im Grunde im Verlauf dieser Veranstaltung schon häufiger ja, kleine Hinweise, kleine Seitenbemerkungen zur Frage bekommen, wie hängt eigentlich der Alpinismus mit bestimmten Risiken zusammen? Und hier wurden vor allen Dingen in den Vordergrund gerückt, in der Regel Risiken, die gesundheitlicher Art sind, die mit Unfällen verbunden sind, mit Überlastung verbunden sind, mit der Höhe verbunden sind. Aber natürlich auch Risiken, die mit der touristischen Nutzung der Bergwelt verbunden sind. Das sind wiederum Risiken, denen wir uns, denke ich, heute weniger zuwenden werden, sondern vor allen Dingen dann in unserer Abschlussdiskussion in 2 Wochen zuwenden werden. Ich würde aber im Grunde gerne in das Thema quasi einsteigen mit einer ganz alltäglichen Beobachtung. Ich denke, wir alle, wenn wir die Zeitungen aufschlagen, dann fällt uns immer wieder auf, dass in den Zeitungen erstaunlich häufig über Unfälle in den Bergen berichtet wird. Also wenn 3 Menschen in die Gletscherspalte gestürzt sind, wird irgendwie in allen Zeitungen in der Schweiz darüber berichtet. Und ich als Person mit deutschem Migrationshintergrund schaue natürlich auch ab und zu mal in Zeitungen aus Deutschland. Und da kann man vielleicht jetzt noch erwarten, dass beispielsweise in der Süddeutschen Zeitung aus naheliegenden Gründen auch ab und zu über Bergunfälle berichtet wird. Aber tatsächlich, selbst wenn Sie in den Spiegel schauen, wenn Sie feststellen, dass da regelmäßig Artikel darüber sind, dass Wanderer in den Allgäuer Alpen abgestürzt sind, dass Kletterer in den Berchtesgadener Alpen oder vielleicht sogar bei größeren Unglücken in der Schweiz verunglückt sind. Dann kann man sich tatsächlich auch fragen, wieso interessiert das jetzt Leute in Hamburg, warum Leute im Wallis irgendwie in eine Lawine geraten oder in den Berchtesgadener Alpen einen Unfall erleben. Was ich damit einfach andeuten möchte, ist, die im Grunde ganz alltägliche Evidenz, dass solche Themen, also das heißt mit Risiko behaftet sein des Bergsports, offensichtlich ganz breit und auch im öffentlichen Diskurs verhandelt werden. Aber auch wenn Sie sich zum Beispiel die Kommentare zu solchen Artikeln dann anschauen, mit ganz unterschiedlichen normativen und moralischen Bewertungen verhandelt werden. Also das kennen Sie alle, die Hinweise darauf, die sind selber schuld, wenn sie sich in solche Risiken begeben. Warum macht man das überhaupt? Bis hin zur Regulierungsvorstellung. Man muss eigentlich vorschreiben, wer das überhaupt machen darf, um solche Risiken dann eben auch zu vermeiden. Das vielleicht nur als kleiner Anknüpfungspunkt dafür, dass wir uns heute, denke ich, durchaus mit einem Thema beschäftigen, das eben nicht nur aus einer wissenschaftlichen Perspektive interessant ist, sondern im Grunde auch in der öffentlichen Diskussion immer wieder verhandelt wird. Ich denke aber auch, dass wir auf dieses Thema immer schon eingegangen sind in dieser Veranstaltung. Einfach, wenn Sie nochmal zurückdenken an einige der Veranstaltungen, der Vorträge, die wir bisher gehört haben. Im Grunde fast allen Vorträgen kamen auch immer Seitenhinweise darauf, dass Alpinismus, dass Bergsport immer auch mit bestimmten Risiken verbunden ist. Sei es ganz allgemein der Schrecken der Berge, der uns hier in den eher historisch orientierten Vorträgen vorgestellt wurde, sei es aber im Grunde auch in der Architektur zum Beispiel die Frage, wie kann man Gebäude im alpinen Raum vor bestimmten Risiken, zum Beispiel vor Lawinenrisiken schützen. Mit Lawinenrisiken haben wir uns ja im Vortrag von
Herrn Schweizer auch ganz intensiv beschäftigt und haben uns mit der Frage beschäftigt, wie funktionieren diese Risiken eigentlich genau. Aber wir haben im Grunde auch nicht nur aus der objektiven Perspektive geschaut, sondern wir haben im Grunde auch geschaut, wie gehen eigentlich Akteure mit diesen Risiken um? Welche Akteure sind von diesen Risiken betroffen? So haben wir beispielsweise einige Male Hinweise darauf bekommen, wer sind eigentlich die Gruppen, die besonders häufig im Bergsport verunglücken? Und vielleicht erinnern Sie sich noch daran, da wurde zumindest unterstellt, dass es da eine Art von zweigipfeliger Verteilung gibt. Das sind überwiegend Männer, die in der Regel verunglücken, aber typischerweise entweder die ganz Jungen oder die eher Älteren. Die einen, weil sie vielleicht besonders risikobereit sind und die anderen vielleicht, weil sie im Grunde nicht bereit sind, bisher eingegangene Risiken vielleicht etwas zurückzustufen. Wir haben aber auch gesehen, dass die Menschen, die im Bergsport aktiv sind, tatsächlich auch diese Risiken und auch die Folgen dieser Risiken verarbeiten müssen. So haben wir ja in dem Vortrag über die weinenden Helden gesehen, dass eben ein Grund für das Weinen nicht nur das Scheitern am Berg ist, sondern eben auch der Verlust von Personen, die in Bergunfällen zu Tode kommen. Das heißt, was ich Ihnen einfach an dieser Stelle ein kleines bisschen demonstrieren möchte, ist, dass die Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen, jetzt heute nicht ganz plötzlich kommen und ganz neu sind, sondern eigentlich in allen Vorträgen bis zu einem gewissen Grad schon angesprochen wurden. Man könnte hier vielleicht als letzten Punkt noch darauf hinweisen, wir haben ja in der letzten Sitzung den sprachwissenschaftlich-geografischen Vortrag gehabt und da ist vielleicht dieses Thema Risiko nicht so direkt zur Sprache gekommen, aber im Grunde umgekehrt ist quasi die Rolle von ja, kriegerischen Metaphern, Metaphern des Bezwingens, des Überwindens, die auch eine gewisse, sagen wir, Nähe zu gewaltförmigem Handeln haben, relativ deutlich geworden. Also auch da im Grunde die Assoziation von eben bergsportlichen Aktivitäten mit Aktivitäten, die im Grunde auch gewisse Risiken mit sich bringen, die vielleicht auch Gewaltaffinitäten aufweisen. Jetzt will ich Sie aber nicht länger mit quasi diesen Verweisen auf die bisherigen Vorträge langweilen und daran erinnern, was wir alles schon gehört haben, sondern freue mich eigentlich sehr, heute zwei Referenten vorstellen zu können, die soziologisch gesprochen das Thema Risiko im Alpinismus aus der Perspektive zweier unterschiedlicher gesellschaftlicher Teilsysteme bearbeiten werden. Nämlich wir werden zu Beginn einen Vortrag, ich sage das jetzt einfach mal frech so, aus der Perspektive der Medizin, des Gesundheitssystems hören, wo es eben um die Frage geht, welche Risiken wir eigentlich im Bergsport aus dieser Perspektive beobachten können, welche Folgen damit verbunden sind, wie sie bearbeitet werden können. Und wir werden dann im zweiten Schritt eben einen Vortrag aus der Perspektive des Rechtssystems hören, wo es um die Frage geht, vermutlich, wer trägt Verantwortung für diese Risiken, wie kann juristisch mit diesen Risiken umgegangen werden. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir heute eben zwei Referenten haben, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen. Ich stelle vielleicht dann, ich habe hier eigentlich eine andere Reihenfolge gewählt, aber da Sie sich jetzt mehr oder weniger darauf geeinigt haben, dass Sie beginnen, stelle ich jetzt denjenigen vor, der alphabetisch weiter hinten kommt, nämlich Herrn Pahl. Herr Pahl vertritt hier eben die medizinisch-gesundheitsperspektive. Er hat in Innsbruck und Padua Medizin studiert, hat dann im Jahr 2000 promoviert mit einem Thema, das, glaube ich, mit Höhen- und Alpinmedizin überhaupt nichts zu tun hat, über Endometriose, also das heißt, ich glaube, eher im Bereich der Gynäkologie zu verorten, hat seitdem im Grunde in ganz unterschiedlichen Orten auch tatsächlich eine ärztliche Tätigkeit ausgeübt, in Deutschland, Österreich, in Südtirol, hat daneben unglaublich viel auch wissenschaftlich publiziert, ohne dass ich das jetzt im Einzelnen nennen möchte. Ich will lieber einige Stichworte nennen, die vielleicht so ein kleines bisschen begründen, warum wir Herrn Pahl eingeladen haben. Wenn Sie sich die Mitgliedschaften von Herrn Pahl ansehen, dann werden Sie sehen, dass er Mitglied in Gesellschaften für Alpinmedizin ist, in Gesellschaften für alpine Notfallmedizin, Alpin- und Höhenmedizin, Sportmedizin. Also das heißt, die Thematiken, die im Grunde im Rahmen unserer Vorlesung hier nahelegen, die sind, glaube ich, bei Herrn Pahl sehr gut aufgehoben. Derzeit ist er Primararzt am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Salzburg, ist also jetzt aus Salzburg angereist. Und ich denke, Herr Tschofen hat ihn vor allen Dingen auch eingeladen als Vorstandsmitglied des österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit. Also genau ein Thema, wo es um unser Thema Risiko geht. Ich will auch gleich Herrn Büttler noch vorstellen. Herr Büttler hat an der Universität Zürich Rechtswissenschaft studiert, hat dort selbst im Jahr 2005 auch promoviert,
mit einem Thema, das durchaus auch schon in unserem, könnte man sagen, Themenbereich liegt, nämlich mit einer Arbeit über Gletscher im Blickfeld des Rechts. Seit 2007 hat Herr Büdler sein eigenes Anwaltsbüro, das heißt, ist vor allen Dingen in der Praxis tätig, aber hier sehr spezialisiert und mit vielen Vernetzungen in den Bereich des Umwelts, aber auch des Bergrechts. So war er eben unter anderem auch sehr lange Mitglied in der Umweltkommission des Schweizerischen Alpenclubs. Also Sie sehen im Grunde, wir haben hier zwei Referenten zu unserer Verfügung, die uns wirklich aus der Praxis, aus dem jeweiligen Feld erzählen können, was es denn mit dem Thema Risiko im Feld des Alpinismus auf sich hat. Vielen Dank, dass Sie beide gekommen sind. Wir würden jetzt dann erst den Vortrag von Herrn Pahl hören, dann den Vortrag von Herrn Büdler hören. Und ich verabschiede mich ganz kurz, um eben zwei Gläser Wasser zu holen. Bis später. Ja, fein. Vielen Dank für die sehr nette Einführung und für die Einladung, Herr Rössl, und auch an den Herrn Tschofen. Und sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen und auch die Mithörer am Podcast begrüßen zu dürfen. Der erste Teil ist recht auf Risiko. Ich werde so 20 Minuten Sie ein bisschen einführen ins Thema. Man kann das nur so streifen, das Thema, Ihnen Anregungen geben. Sie haben vieles schon gehört und wir gehen am besten gleich schon mal rein. Ich möchte dazu sagen, dass ich keinen Conflict of Interest habe, außer dass ich, wie man es eh schon gehört hat, in verschiedenen internationalen Gesellschaften in führenden Positionen im Bereich Alpinmedizin politisch, landespolitisch, aber auch wissenschaftlich tätig bin. Wenn man jetzt über das Risiko spricht, dann muss man erst einmal sagen, was ist Risiko? Und Risiko ist im Prinzip nichts anderes als ein Ereignis in der Zukunft, das mit einem Verlust einhergehen könnte. Und dieses Risiko versucht man zu managen. Und das Gegenteil von Risiko ist praktisch die Sicherheit. Einfach, dass man mal zuordnen kann, was ist denn überhaupt Risiko, wenn man sich dem Risiko am Berg exponiert. Und ich habe das Ganze so im Sinn von mehreren Fragen aufgepackt. Die Frage ist wirklich, wieso exponieren sich Menschen einem Risiko, gerade am Berg? Es gibt diesen, wenn Sie hier das Bild anschauen, man springt von einem Fels zum anderen, es gibt einen Kick, man ist normalerweise eingebettet im Alltag in eine Polsterwelt mit wenig Risiko, wenn man sich hier wie hier in der Stadt befindet, gibt es eigentlich kein Risiko. Man geht raus aus der Komfortzone, der eine mehr, der andere weniger. Man kann mit einer Angst umgehen lernen, weil man raus aus der Komfortzone geht, diese Komfortzone ausdehnt, kann diese Angst kontrollieren und somit seine Komfortzone ausdehnen. Das steigert natürlich das Ich-Bewusstsein, das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl. Und man erweitert natürlich die Fähigkeiten. Denken Sie, gerade jetzt in der Pandemie haben viele Menschen, weil sie nicht mehr wegreisen konnten, angefangen im lokalen, regionalen Setting unterwegs zu sein. Die Berge wurden direkt überlaufen. Das ist jetzt die österreichische Perspektive, aber es ist sicher im ganzen Alpenland und, soweit ich sagen kann, weltweit in allen Gebirgen so gewesen. Die Menschen sind draußen in der Natur, haben sich Campingutensilien, Mountainbikes, E-Bikes gekauft, auch Zelte, auch wenn sie die überhaupt nie eingesetzt haben, weil sie einfach lokal was machen wollten und ihre Fähigkeiten lokal ausbauen wollten. Und damit haben sie zum Teil auch die eigenen Grenzen verschoben. Das führt natürlich, wie Sie sicher wissen, sonst wären Sie nicht hier, weil das der Alpinismus Sie interessiert, zu einem besonderen Erlebnisgefühl. Das macht Freude, das gibt dann auch einen Flow. Und das Ganze kann dann bei manchen auch in einer Art Sucht enden, weil ja sozusagen dieser Kick, den man sich gibt, die Anstrengung dazu führt, dass dann am Ende der Anstrengung, wie bei jedem Sport, Glückshormone freigesetzt werden, Endorphine, das sind selbstproduzierte Morphium-ähnliche, also suchtmachend ähnliche Substanzen, die der Körper selbst produziert und die er sich eigentlich als Dank, dass er die Anstrengung jetzt gemacht hat, gibt. Und wenn man sich diesen Kick wiederholt aussetzt, dann braucht man eine zunehmend höhere Dosis. Ja? Also das macht dann auch eine gewisse Sportsucht aus, beziehungsweise wenn man dann diesen Sport gewohnt ist und diese Belastung und dann eine Zeit lang diese Belastung nicht mehr regelmäßig haben kann, dann wird man auch unglücklich. Ja, das ist ein Entzug, ja, aufgrund der körpereigenen Endorphine, die einfach dann fehlen. Hier im Hintergrund sehen Sie zum Beispiel den Weltrekord für Slacklining im Stubaital in Österreich, in Nähe von Innsbruck, wo ich wohne und wo auch das Österreichische Kordon für Alpine Sicherheit angesiedelt ist. Das ist einfach schon ein schönes Erlebnis, wenn man sich das anschaut. Und man konsumiert halt aktiv. Ja? Und das macht schon einen Unterschied aus, ob man jetzt aktiv irgendwo hochgeht oder ob man passiv irgendwo hochgefahren wird. Also das Glücksgefühl ist ein anderes. Ja? Auch das Wahrnehmen der Umgebung ist eine andere. Und man kommt eigentlich aus dem überzivilisierten Leben raus.
Ja, das ist ja eigentlich, wenn man hier eine Büroarbeit macht, ganz was anderes. Denken Sie einmal, wie die Menschen vor 50, 100, 200 Jahren gelebt haben. Die hatten das im Prinzip jeden Tag, diese Belastung, diese raus aus der Komfortzone, nicht wissen, ob sie genug zu essen haben am nächsten Tag, ob es nicht gefährlich ist, ob sie nach Hause kommen wieder nach der harten Arbeit am Feld oder im Wald oder ob im Winter überhaupt genug Essen da war. Da ging es ja nicht um die Skitour. Ja? Da war einfach nur das Überleben da. Aber das haben wir ja jetzt alles und wir bei uns ist es jetzt umgedreht, wir haben praktisch die Grundbedürfnisse gestillt und geben uns obendrauf halt eben noch den Kick, der eigentlich eh nur ein-, zweimal die Woche in der Regel passiert. Also dieser Kick und dieses Recht auf Risiko, von dem wir heute sprechen, das ist eigentlich eine Wohlstandserscheinung. Und es führt aber dazu, wenn man sich diesem Risiko regelmäßig aussetzt, dass man, denken Sie an Menschen, die sozusagen Alpinsport oder einen anderen Sport regelmäßig machen, man wird zielstrebiger, weil man spürt an sich selbst, wie die Leistungsfähigkeit zunimmt, wie die physische, aber auch die psychische Belastungsfähigkeit zunimmt, wie die Grenzen nach außen verschoben wird, wie die Kontrolle zunimmt. Wenn man das im Team macht, schweißt das mehr zusammen. Denken Sie zum Beispiel, Sie machen eine Skitour oder eine Radtour zusammen, das schweißt mehr zusammen, als wenn man nach der Arbeit gemeinsam auf eine Limonade geht. Ja. Die Motivation ist natürlich auch eine andere, auch die Motivation für zukünftige Belastung ist eine andere und diese Motivationsfähigkeit und diese Frusttoleranz, weil es wirklich anstrengend ist, wenn man da ein paar Stunden herumgeht und vielleicht auch nichts zu trinken hat, es ist heiß, ich habe Blasen, es brennen schon die Beine, ich bin aber dann doch oben, fahre mit brennenden Oberschenkeln dann doch die Skitour runter, obwohl ich total ausgetrocknet bin, genieße ich den Pulverschnee. Das macht eine Frusttoleranz, die dann nicht nur dazu führt, dass man im Rahmen von Alpinsport, sondern auch im Rahmen von allen anderen Lebensbereichen eine viel höhere Belastungsfähigkeit hat und auch eine viel größere Leistungsfähigkeit und potenziell auch Glücksgefühl haben kann, wenn man dann Leistungen bringt, an die man vorher nie gedacht hat. Und bezüglich Demut ist es auch wichtig zu wissen, dass es da den guten Spruch gibt, der Natur muss man sich beugen oder man wird von ihr gebrochen. Also gewisse Hänge sind im Winter einfach nicht zu gehen. Gewisse Wasserläufe sind einfach nicht mit Canyoning, Rafting, Kayaking zu fahren bei gewissen Situationen, weil es einfach zu gefährlich ist. Und diese Risikoabschätzung, diese Risikokompetenz, die steigt eben mit der Exposition dem Risiko gegenüber, die steigt einfach an. Sie sehen hier zum Beispiel den Alex Hennold, den haben Sie vielleicht vor ein paar Jahren gehört, der ist Free Solo, das heißt ohne Seil, ohne Sicherheitshilfsmittel, eine mehr als 1000 Meter hohe Wand im 8. Schwierigkeitsgrad UIA, Free Solo hochgeklettert und hier steht er und genießt eben die Kompetenz, die Kontrolle, die er hat inmitten dieser hohen Wand. Also man hat zwar eine Suche nach Nervenkitzel, das spürt jeder, auch wenn man so von diesen Themen spricht, wenn man das Bild anschaut, es ist schon ein gewisses Sensation Seeking, eine Exposition auch an immer höheren Dosen, die man sich eben gibt, um diese Endorphindosis zu halten oder sogar zu steigern. Und vorher wurde angesprochen, wer sind die Menschen überhaupt, die sich da exponieren? Und es gibt gute Daten dazu, dass das grundsätzlich Männer sind, auf das komme ich noch zu sprechen. Meistens sind es Jüngere, aber es gibt auch diesen zweiten Gipfel, von dem wir gehört haben. Es sind meistens Menschen, die schon Sturzerlebnisse hatten, Unfälle hatten und sich dann nochmal exponieren, auch mehrere Sturzerlebnisse hatten. Es gibt manche, die tun fast gar nichts und probieren dann ein bisschen, stürzen dann einmal und dann rühren sie nie nichts mehr an. Aber hier sprechen wir wirklich von den Profis, die mehr schon gesehen haben. Es sind Menschen, die alleine im Leben stehen primär, die nichts zu verlieren haben, keine Kinder, keine Frau haben. Und es sind meistens Männer in kleinen Gruppen, die unterwegs sind. Das sind die Menschen, die sich so einem Risiko exponieren. Ja. Der Alex Hennold hat zwar eine Freundin, aber man merkt, wenn man die Gespräche von ihm hört, er ist da relativ distanziert, er weiß, er kann sterben. Ihn macht es so primär nicht so viel aus wie ihr zum Beispiel. Und Kinder haben sie keine. Er kontrolliert. Bitte? Jetzt schon. Das kann gut sein. Danke für den Hinweis. Und natürlich diese hohe Konzentration, die es da braucht, die gibt natürlich schon einen Flow. Und das ist ja auch genau das, was wir wollen. Wir blenden uns dann den Alltag aus, wir lassen alles weg. Wir sind dann 2 Stunden, 3 Stunden an der Wand, wir radeln, wir fahren einen Trail runter, wir machen eine Skitour, alles ist vergessen. Wir sind komplett im Flow und haben dann das Glücksgefühl. Wer sind diese Risikosportler, die sich da so exponieren? Wieso suchen sich die Gefahr aus? Die suchen sich nicht die Gefahr aus, weil die Gefahr so cool ist, sondern die suchen sich die Gefahr aus, weil es da eine Chance gibt, ein Risiko zu bewältigen, zu
kontrollieren und die Gefahr zu meistern. Das ist der Grund, wieso sie sich dem Risiko exponieren. Nur, wie gesagt, meistens tut man dann die Grenze immer weiter nach oben treiben. Und was man hier ganz gut sieht, das ist jetzt gerade aus einer Publikation, einer aktuellen heraus, ich habe da die Literaturstellen immer ganz auf der linken Seite oben angeführt, aus dem Analyseberg, das ist das Periodikum, das das Österreichische Kuratorium für Binnensicherheit herausbringt. Sie sehen praktisch hier auf der Y-Achse das Selbstvertrauen, die Risikobereitschaft und auf der X-Achse von links nach rechts praktisch die Erfahrung. Und man sieht hier eigentlich ganz gut, und das ist hier unten angeführt, der Anfänger weiß eigentlich nichts, er ist auch nicht kompetent, er ist unbewusst nicht kompetent, er weiß gar nicht, was Gefahren da sind, er exponiert sich zum Teil maximal. Denken Sie zum Beispiel an die Holländer, die für eine Woche zum Skifahren kommen, wie wir es in Österreich häufig haben, und dann im Laufe der Woche entweder über das Balkongeländer abstürzen, weil sie betrunken sind und dann einen hohen Querschnitt haben, oder bei der Piste rausfahren und dann über eine Felswand runterfallen und tot sind. Das sind genau die unbewussten Anfänger, die eigentlich gar nicht wissen, was da für Risiken gibt. Und je länger man dann bekannt ist und mit sich dem Risiko exponiert, desto mehr wird man praktisch zum Guru, zum Erfahrenen, desto weniger exponiert man sich zum Teil auch im Sinn von Selbstvertrauen, ich kann alles, ich weiß alles, und erst dann langsam nimmt dann die Risikobereitschaft wieder zu, aber nie auf einen Punkt, der so hoch ist wie bei den unbewussten Anfängern. Ja. Wir hatten zum Beispiel auch den Fall im Berchtesgaden am Königssee, da gibt es so Gumpen, wo dann Instagram-mäßig Fotos gepostet werden, wie da die Menschen so toll vom Wasserlauf, vom natürlichen in sozusagen Felsbadewanne reingehen, das Wasser kommt runter, macht diesen Wirbelpool, dann fällt Wasser weiter runter, da werden Fotos gepostet. Da sind gerade letzten Sommer sind zwei junge, starke Männer mit knapp 25 in so einen Gumpen reingegangen und sind beide ertrunken. Ja, weil die nicht wussten, dass da das Wasser eine Wasserwalze macht, und wenn die da reingezogen werden, dann nutzt es auch nicht, wenn man 20, 25 und 90 Kilo jung ist und 90 Kilo hat. Das Wasser hat so eine Kraft, da kommt man nicht mehr raus. Ja? Also unbewusst inkompetent, das ist das Gefährlichste ganz am Anfang. Und da kann man noch zu sprechen, dass wir über dieses Risiko hinauskommen müssen. Die Frage ist, wie schätzen wir also das Risiko ein? Und ich habe mir gedacht, was kann ich Ihnen eigentlich mitbringen? Und ich wollte nur eigentlich im Prinzip ganz banal darauf hinweisen, dass wir zwar verschiedene Unfalldatenbanken haben, also Sie haben das in der Schweiz hier, wir haben das in Österreich. Das sind riesige Datenbanken mit weit über 100.000 Alpinunfällen drinnen. Und das Gleiche gibt es dann auch in kleineren Formen für kleinere Gebiete, auch in Übersee, in anderen Ländern. Das Problem nur bei den ganzen Datenbanken ist, dass da immer nur die Verunfallten drinstehen, die Verletzten und die Toten, also die Menschen, die praktisch von der professionellen Rettung abgeholt wurden, ja, weil von denen weiß man, weil ein Notruf an die Leitstelle ging und dann ein Rettungsmittel, die Bergrettung, die Flugrettung hingeschickt wurde, oder auch in Österreich zum Beispiel Alpinpolizei, Hubschrauber, wenn es um Tote geht, die werden von der Alpinpolizei geborgen. Aber wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wie viele Leute unterwegs sind. Das heißt, wenn man ein Risiko berechnen müsste, dann müsste man die User durch die oder die Verunfallten durch die User teilen, und dann bekommt man auf einen Prozentsatz drauf, wie gefährlich ist es über das Jahr gesehen. Und die Zahlen haben wir eigentlich überhaupt nicht, weil keiner nirgendwo kontrolliert, wie viele Leute unterwegs sind. Das heißt, das Risiko kann man ganz schwer definieren. Jetzt würde man hier sagen, wenn man einen Big Wall macht, hier sind wir wieder im Yosemite Valley, dann würden die meisten sagen, das ist schon objektiv ziemlich gefährlich, ja, oder subjektiv auch für mich selber. Aber die Leute, die hier drauf sind und eigentlich so in die Kamera lächeln, haben wahrscheinlich da einen richtig guten Tag. Ja? Und die wissen auch, was sie tun. Die da wahrscheinlich, aber nicht jeder. Und dann gibt es sowas am Everest, wo man dann sozusagen Kolonne steht und wo man dann auch fragen muss, ist es noch sicher, ist es gut? Und wie Sie wissen, die meisten sind da geführt, die sind auch nicht so gut fähig, die sind wirklich objektiv einem sehr hohen Risiko ausgesetzt, weil sie sich halt in einer Kolonne befinden, wo es eigentlich nicht mehr vor und zurück geht, über Stunden, ja, in der Todeszone. Dann gibt es wieder so wen wie den Kurt Eigner, der hier praktisch in den Dolomiten praktisch Touren, also praktisch im 8., 9. Grad UIA klettert. Also es ist so 6C, 7A, B, C in der Richtung, also wirklich sehr hoch klettert. Der weiß aber, was er tut. Ja, das ist zwar
gefährlich, so gesehen, aber er weiß, was er tut. Das machen aber nur die wenigsten. Dann hat man wieder sowas. Dann ist die Frage, ist das gefährlich? Wahrscheinlich nicht. Aber auch ganz wichtig für Sie zu wissen, 50% der Todesfälle passieren in Österreich und die Zahlen sind wahrscheinlich in der Schweiz ähnlich, beim Wandern. Ja? Ist deswegen Wandern gefährlich, wenn 50% der Toten beim Wandern passieren in Österreich? Bei 250 Todesfällen in den Bergen pro Jahr in Österreich, wahrscheinlich in der Schweiz ist es ähnlich. Ist das gefährlich? Kann man deswegen sagen, Wandern ist die gefährlichste Sportart? Wahrscheinlich sterben deswegen 50% oder gibt es deswegen 50% der Alpintoten, also 125 ungefähr pro Jahr beim Wandern, weil ja auch die meisten, also ein Großteil der im Berg unterwegs Seinen eben wandern und beim Hochgehen kommt es dann zum Herzinfarkt durch Belastung und dann sterben die halt. Aber andere Sportarten sind wahrscheinlich gefährlicher. Dann gibt es sowas, das ist der Fuschelsee bei Salzburg in der Nähe, wo ich arbeiten tue. Und da muss man sich schon fragen, es wurde vorher angesprochen, die Lawinen, der Lawinenunfall oder ein Erfrierungsunfall ist in der Zeitung. Aber wie viel gibt es denn Lawinentote in der Schweiz pro Jahr? Oder in Österreich? Wir sprechen hier von 150 Toten in Nordamerika und Europa. Also pro Jahr sterben an der Lawine in Österreich 15 bis 35 Menschen pro Jahr. In der Schweiz vermutlich ist es ähnlich. Ja. Also das, aber vom Ertrinken spricht eigentlich keiner. Wissen Sie, wie viele es dort Tote gibt pro Jahr? Über 100.000 Tote pro Jahr beim Ertrinken. Steht es da in der Zeitung? Wahrscheinlich nicht. Okay, also was ist Risiko? Ja. Und für wen ist es Risiko? Für den, der schwimmen kann, wahrscheinlich nicht. Da muss man auch einmal definieren, was ist eine Risikosportart, wo endet der normale Sport? Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil Risikosport hat mit einem potenziell hohen Risiko zu tun. Wir haben gehört, Risiko heißt, wenn man etwas in der Zukunft macht, dann könnte es zu einem Verlust der Gesundheit bis hin des Lebens kommen. Das ist Risiko. Fehler haben große Konsequenzen. Und dann gibt es den Extremsport, wo es eigentlich, das ist ein anderes Wort, wo es eigentlich um starke Belastungsausdauerbelastungen geht, über viele Stunden. Marathon, Triple-Marathon, Ultramarathon. Ja. Auch hier zum Beispiel ein Risikofall. Vor 2 Jahren sind in Nordchina bei einem Ultramarathon sind über 20 Läufer erfroren. Über 20 Läufer erfroren. Die ganze Spitzentruppe, die Besten des Feldes sind alle erfroren. Wie kann sowas sein? Der Punkt war der, die sind praktisch in eine Kaltwetterzelle reingelaufen. Also Sie können das auch in der Zeitung nachlesen, in den englischen Medien finden Sie das. Die sind in eine Kaltwetterzelle reingelaufen. Es gab kaum Streckensicherung, es gab dann keine Rettung. Das Rennen wurde zwar abgebrochen, aber erst hinter der Spitzengruppe, die waren zu schnell unterwegs für die Rettungshilfsmittel, die dort und Präventionsmaßnahmen, die vor Ort waren. Und die ganze Spitzentruppe lief da rein und ist komplett alle gestorben. Über 20 Personen, die stärksten von allen. Wie kann das sein? Ja. Risiko. Das ist eine Mischung als Extrem- und Risikosportart. Sie kennen vielleicht den David Lama, hier links im Bild. Das war einer der stärksten Kletterer der letzten 10, 20 Jahre. Vater war Nepali, Mutter war Österreicherin, ein Spitzenkind, der praktisch in Österreich aufgewachsen ist, mehrfach Weltmeister war. Und das ist das letzte Bild, das er zusammen mit dem Ross Kelly und dem Hans-Jörg Auer am Hauspeak in Banff gemacht hat. Ja, vor 2019 sind die tödlich verunglückt. Haben sie ganz einen schwierigen Berg bestiegen, haben oben noch ein Gipfelfoto gemacht und wurden dann 5 Tage später wurden sie dann in einer Lawine tot gefunden. Ja, beim Abstieg sind sie gestorben. Ja, und das Foto wurde auf der Kamera, also auf dem iPhone oder auf dem Mobiltelefon von Jess Ross Kelly gefunden. Das heißt, eigentlich müsste man wissen, wie viel sind Leute unterwegs. Es war potenziell hochgefährlich. Das wussten sie auch und trotzdem sind sie rauf und halt auch runter, weil halt die Grenze zwischen geht nicht, halt sehr knapp ist. Ich habe Ihnen hier Zahlen auf oder Beispiele aufgeführt von Versicherungen, die sagen, das sind Risikosportarten, aber wie gesagt, Wandern sind 50% aller Todesfälle. Ist das deswegen gefährlich? Und außer beim Alpinskifahren, wo sie die Karten stempeln, ja, wenn sie da durchgehen oder halt die Karte wird gezählt, beim Alpinskifahren, wenn sie beim Lift hochfahren, gibt es überhaupt keine Daten im Alpinsport, wie viele Leute unterwegs sind. Ja, gibt es keine. Und beim Alpinskifahren kann man sagen, die Leute sind immer weniger unterwegs, also pro Skikarte werden immer weniger Kilometer gefahren. Die Leute werden eigentlich unfitter.
Risikokompetenz ist ein wichtiger Punkt, wenn man über Risiko spricht. Risikokompetenz ist eine Grundvoraussetzung, generell im Leben auszukommen, zurechtzukommen. Ich muss raus aus meinem sicheren Nest als Kind, ich muss raus ins Leben, ich muss Freunde finden, ich muss eine Ausbildung machen, Arbeit suchen, ich muss Gelegenheiten angehen. Es gibt überall ein Risiko, und wenn man das Risiko lernt, sozusagen spielend im Sport und im familiären, freundschaftlichen Umfeld sozusagen das zu beherrschen, mit dem umzugehen, den Stress auszuhalten, dann hat man natürlich auch diese Risikokompetenz, die man dann überträgt in sein Arbeitsleben, in sein Erwachsenenleben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Grundprinzip für eine offene, freie Gesellschaft. Auch gerade jetzt der politische Konflikt mit Russland, es ringen Russland, Ukraine, ist im Prinzip auch Risikokompetenz, kann auch stresst jeden von uns und stellt uns auch vor große Herausforderungen. Am Berg speziell wieder zurückzukommen, gibt es gewisse Risikofaktoren, objektive. Ich habe Ihnen hier ein Bild gebracht, wo Wind, Kälte, Schnee zusammenkommen, Schnee im Sinn von Feuchtigkeit, das ist schon potenziell gefährlich. Ja, da kommt es zu Erschöpfung, zur Erkältung, zu Todesfällen. Wenn sie erschöpft sind, kühlen sie viel schneller aus. Sie haben keine Orientierung mehr, sie gehen verloren, sie stürzen irgendwo ab, sie bleiben liegen, sie erfrieren. Panik bricht aus bei den anderen. Interessant auch, wir hatten in den letzten Jahren einige Großunfälle, also mit 4, 5 Verletzten, zum Teil auch Toten, bei großen geführten Touren mit Bergführern. Ja, in Österreich. Also wo man denken würde, mit Bergführer ist man eigentlich sicherer unterwegs. Ja, aber ich habe es hier geschrieben, das Altschneeproblem im Winter ist halt ein schwieriges Problem. Man sieht nicht runter, wie die Schneeschicht dort ist. Und auch wenn man noch so erfahren ist, dann bin jetzt nicht der ganze Experte, da ist der Jörg Schweizer noch viel besser als ich, dann kann man einfach den Röntgenblick in die Schneedecke nicht bringen. Und man geht auch als Experte zum Teil in Orte rein, wo eine objektive Gefahr besteht, und man macht halt dann Risikoreduktion, weil man halt wirklich nur sich den Hang aussucht und die sicherste Route wählt. Und Pineda-Rola, das kennen Sie eh, auch da sind vor wenigen Jahren mit Bergführer viele Menschen erfroren, weil auch der Bergführer selbst sich vergangen hatte. Ja? Also das ist keine Garantie, aber Risiko am Berg bedeutet immer auch Risikoreduktion, ein Restrisiko bleibt immer. Schauen Sie sich auch vielleicht das Buch an, Risiko im Fels und Eis, Sicherheit und Risiko im Fels und Eis von Bit Schubert, dem Leiter des Sicherheitskreises Deutschen Alpenvereins. Da sind ganz viele Fälle drinnen, was am Berg passiert ist. Er sagt auch, der Bit Schubert, manche Fehler macht man am Berg nur einmal und dann gibt es einen nicht mehr, dann ist man tot. Ja? Und damit die Fehler nicht passieren, hat er sie hier zusammengefasst in zwei ganz spannenden Büchern. Männer haben ein großes Problem, weil die haben Testosteron, die getrauen sich einfach mehr. Das gilt nicht nur für die Männer, also für die Menschenmänner so, das gilt auch für Meerschweinchen, für alle Säugetiere so. Männliche Individuen getrauen sich mehr, sind auch aggressiver. Wir haben im alpinen Bereich haben wir den Berg als Gefahr. Und da ist wirklich so, im alpinen Bereich sagt man, ja, ich habe da schon ein paar, die sind abgestürzt, an der Skitour gestorben oder am Berg abgestürzt, die sind vielleicht querschnittgelähmt, das ist halt so. Dieses Risiko nimmt man in Kauf. Wie ich eine Zeit lang in London gearbeitet habe, bin ich draufgekommen, die Londoner sehen das überhaupt nicht so. Das ist einfach zu gefährlich, was wir da tun. Ja, die sagen, die haben einen Vogel. Ja. Wieso sollen da jedes Jahr einige sterben da in der Stadt an Lawine oder an Felsen? Aber wenn Sie sich das Bild anschauen, aus Nazaré, Portugal, da gibt es die größten Waves, also Wellen weltweit, die sind 100 Fuß hoch, also 30 Meter hoch, die werden dort geritten. Ja? Also wo man auch sagt, puh, das ist schon ein Risiko, aber für die, die das machen, für die ist das ein kontrolliertes Risiko. Gut, wir haben auch über die zeitliche Perspektive gesprochen, also früher waren andere Risiken als wir heute, heute sucht man eigentlich die Risiken. Wir haben jetzt mittlerweile einen sanften Tourismus oder einen größeren Massentourismus, aber es ist immer klar, es gibt die Bergrettung, es gibt die Hubschrauberrettung, man wird abgeholt, man bekommt Schmerzmittel, wenn man Schmerzen hat, wenn es gar nicht geht, wird man sogar in Narkose versetzt. Also die werden schon auf mein Wohl schauen, also ich kann mir da eigentlich schon einiges leisten. Überlegen Sie sich mal bei den Menschen, die das in Grönland machen, ja, oder im Kaukasus oder an anderen hohen Gebirgen, oder auch in der Antarktis, da gibt es keinen, der da kommt und den abholt. Da ist das Risiko ganz anderes. Also, was ich sagen will, ist, wir sind es gewohnt mittlerweile, dass wir eigentlich alles versichern können. Ja? Und dass wir dann auch, dass es auch eine Lösung gibt. Das gibt es aber in manchen Gebirgen nicht. Und denken Sie doch mal 100, 200 Jahre zurück, da war das noch viel weniger der Fall. Ja, da war das sichere Ambiente die Ausnahme. Das heißt, wir haben ein objektives Risiko und ein Restrisiko.
Und ganz wichtig für Sie zu verstehen, je berechenbarer es was ist, desto statischer sind wir, desto weniger sind wir auch gewohnt, flexibel zu sein. Und je unberechenbarer sind, desto mehr brauchen wir Intuition und Erfahrung. Und das ist genau am Berg auch der Punkt. Ja. Und das ist aber ganz was Wichtiges, ja, dass wir das auch lernen. Die Alpenvereine haben das mittlerweile übernommen, diese Risikokompetenzschulung. Die schulen schon die Jungen, die kleinen Schüler, Kinder, Jugendliche an Lawine, Mountainbike, Downhillen, Klettern und so weiter. Es gibt verschiedene Gruppen, weil mit der Prävention ist viel mehr gemacht als wie mit der Therapie. Und das geht dann bis zum Wettkampfkader, bis zum Trainerausbildung hoch. Ja, das heißt, schlussendlich zurückzukommen, Outdoor-Sportarten sind ganz was Wichtiges zur Erwerbung der Risikokompetenz. Fehler müssen auch möglich sein in der Gesellschaft. Ja, das ist ganz was Normales. Nicht alles kann abgesichert sein. Wer nicht genug riskiert und nie nichts passiert, der hat nicht genug riskiert. Ja, also wenn nie was schief geht, dann haben sie zu wenig riskiert. Es darf auch einmal was schief gehen, aber natürlich sollte man keinen bleibenden Schaden haben. Deswegen ist das Schlagwort das Risikoreduktion, das ist ganz wichtig. Wie kann man das machen jetzt im alpinen Bereich? Genaue Vorbereitung, gezieltes Training von klein auf. Die Ausrüstung muss natürlich auch passen, jedes Jahr wieder aufs Neue schauen, dass die Ausrüstung gut ist. Ich persönlich kann auch noch eine persönliche Geschichte einbringen. Klettern Sie nicht, wenn es gefährlich, wenn Sie müde sind und unkonzentriert sind. Vor 1,5 Jahren habe ich als Sport zum Ausklingen des Tages gebouldert, wie halt häufig, und habe mir dabei das Knie ausgehängt. Sicher, also das ist rausgerupft, verrenkt. Luxation, sagt man da im medizinischen Bereich, und laborieren noch immer herum. Jedenfalls machen Sie keinen Risikosport, wenn Sie müde sind und nicht konzentriert sind, weil das Risiko steigt einfach, dass es in die Hosen geht. Machen Sie auch nicht die Tour, wenn Sie zu spät dran sind, der Wetterbericht nicht passt, die Ausrüstung nicht passt. Wenn Sie einen neuen Sportart anfangen, ab 50, und Sie haben vorher nichts gemacht, machen Sie einen Gesundheitscheck. Fangen Sie einen neuen Alpinsport an, machen Sie Techniktraining, ja. Nehmen Sie sich die Zeit, mit einem Trainer das zu machen. Das ist super wichtig. Damit lernen Sie Risikokompetenz, vermeiden Fehler an sich selbst und vermeiden auch Verletzungen. Wohin gehen wir? Die Gesellschaft wurde immer mehr zu einer Sicherheitsgesellschaft. Man wird kritisch beäugt, wenn etwas passiert. Das darf einfach nicht mehr sein, aber das stimmt nicht. Das Restrisiko ist drinnen. Wir brauchen besseres Wissen, bessere Ausbildung. Viele Sportarten aus dem alpinen Bereich kommen jetzt in die Städte. Bouldern zum Beispiel boomt. Ja. Die Spitzensportler oder Nachwuchssportler, Skifahren aus Österreich fahren mittlerweile, weil die Gletscher zu sind im Sommer, die fahren ins Ruhrgebiet zum Skifahren, ja, in die Halle zum Trainieren. Gut, Umgang mit Risiko ist notwendig. Gutes Handwerk entsteht durch Rationalität, Spitzenleistung, durch intuitiv kreatives Herangehen. Wir haben jetzt in der Zusammenfassung über den Begriff Risiko gesprochen. Das Risiko ist nicht für jeden gleich. Wir haben über das Risiko speziell ein Risiko am Berg besprochen. Die Ausdehnung der eigenen Fähigkeiten, Eigen- und Fremdrisiko, dazu werden wir sicher sonst noch hören. Da bin ich jetzt nicht weiter eingegangen. Risiko unterliegt auch der Kultur und der Zeit, wie wir gehört haben, aber Risiko ist auch eine Entwicklungschance für Risikokompetenz. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, Sie hier zu meinem heutigen Vortrag zu begrüßen. Wie schon angekündigt, werde ich zu den rechtlichen Aspekten einiges sagen. Ich habe mir erlaubt, den Titel im zweiten Teil umzudrehen, Risiko und Recht. Einleitend möchte ich darauf hinweisen, dass sich hier mannigfaltige Rechtsfragen stellen, die in sehr verschiedene Rechtsgebiete führen, und in dieser kurzen Zeit von heute Abend kann ich nur einen kurzen Überblick geben und einige Hinweise. Eine Vertiefung ist deshalb nicht möglich, aber ich hoffe, dass ich Ihnen doch eine kleine Vorstellung geben kann von den sich stellenden Rechtsfragen. Zum Inhalt meines Referats, Sie sehen, es sind sehr viele Themen, ich will das auch nicht alles vorlesen. Es geht im Prinzip um die Rechtsgrundlagen, die eben anwendbar sind auf solche bergsportrechtlichen
Konstellationen. Einerseits geht es natürlich um das Haftungsrecht. Das ist sicher der Kern. Man könnte sich auch stark auf das Strafrecht konzentrieren, mache ich nicht. Ich bringe einfach am Schluss noch ein paar Hinweise. Denn Alpinunfälle mit schweren Verletzungen oder mit Todesfolge haben oft haftpflichtrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen. Ich werde in meinem Vortrag auch auf ein paar Spezialpunkte eingehen. Nur ganz kurz zu diesen Begriffen Gefahr und Risiko. Das kenne ich vor allem aus dem Naturgefahrenrecht. Eben die Gefahr, das ist eine objektive Naturgefahr zum Beispiel oder ein Naturphänomen, das eben eine Schadenswirkung haben kann. Typische Beispiele sind natürlich Steinschlag, Felssturz, Lawinen, Wetterumsturz. Das Risiko beschreibt dann eben die Verbindung oder eine Kombination der Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Gefahr realisiert und des möglichen Schadenausmaßes. Diese Aussage Recht auf Risiko, das ist sozusagen ein Postulat, das ich jetzt mal aufgenommen habe. Das heißt nicht, dass es dieses Recht so gibt, aber ich habe versucht, hier ein paar Aspekte aufzuzählen, die bei diesem postulierten Recht auf Risiko eine Rolle spielen. Also sicher mal diese Formulierung, ob das Gebirge denn ein rechtsfreier Raum sei, das ist eine Vorstellung, die, von der man ab und zu lesen und hören kann. Es ist natürlich allen klar, dass dem nicht so ist. Dennoch stellt sich die Frage, ob es in den Bergen noch ein bisschen rechtsfreier ist als in anderen, als an anderen Orten und Tätigkeiten. Ein wichtiger Aspekt des sogenannten Rechts auf Risiko ist sicher der freie Zugang zu den Bergen, der auch grundsätzlich gewährleistet ist von der Gesetzgebung. Es ist die Vorstellung einer individuellen Handlungshoheit. Also Rita Christen, die Präsidentin des Schweizer Bergführerverbandes, sagt zum Beispiel, nicht alles soll unterbunden werden, was potenziell gefährlich sein könnte. Ganz wichtig ist sicher auch das eigenverantwortliche Handeln, unter dem man sehr vieles verstehen kann. Ich werde darauf zurückkommen. Die freiwillige Selbstgefährdung und ganz wichtig ist es natürlich schon jetzt auf die Grenzen des Rechts auf Risiko hinzuweisen. Diese sind eben dann gegeben, wenn eine Person in einer Verantwortung ist für andere Personen, also zum Beispiel Führungspersonen, wenn andere Personen gefährdet werden können oder auch zum Beispiel aus Naturschutzgründen. Zum Themenbereich Risikokultur und Akzeptanz im Alpinismus möchte ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Peter Paul hat auch schon einiges davon angesprochen. Ich glaube, man kann sagen, dass die Risikobereitschaft bei der Bergsteiger-Community, wie man sagt, also bei denjenigen, die gerne in die Berge gehen, sicher sehr unterschiedlich ist. Es ist eine letztlich heutzutage inhomogene Gruppe von Personen. Die einen bringen eine größere Risikobereitschaft mit, die anderen eine kleinere. Oder eben, es hängt auch ab von der Erfahrung, vom Wissen, wie Sie schon dargestellt haben. Wie man eben mit dem Risiko umgeht, das kann man dann als Risikokultur, Risikoverhalten und Risikomanagement bezeichnen. Aber es ist, ich denke, klar, dass ganz großen Teils die Meinung besteht oder eine gewisse Übereinstimmung darin besteht, dass eben ein Unfallereignis mit schlimmen Folgen unerwünscht ist.
Ganz eng mit dem Begriff Risiko hängt natürlich der Begriff Sicherheit zusammen, wie wir schon im Detail auch von Peter Paul gehört haben. Die Bemühungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten gingen eigentlich tendenziell immer in die Richtung, die Sicherheit zu erhöhen. Das hat sich dann natürlich auch rechtlich niedergeschlagen. Eben die Ausbildung, die Empfehlungen, die Standards haben sich entwickelt. Eben zu nennen ist eben die moderne Sicherheitsausrüstung. Und manchmal führt dies auch paradoxerweise dazu, diese zusätzliche Ausrüstung, dass die Menschen zum Teil dann ein bisschen mehr bereit sind, Risiken einzugehen. Ich nenne hier eben dieses lawinenverschütteten Suchgerät, die Lawinen-Airbags, den Helm, das Handy, den Rückenpanzer. Dadurch kann man sich in einer Scheinsicherheit fühlen. Nun möchte ich mehr auf die Rechtsfragen zu sprechen kommen. Sicher interessant zu sehen, dass es eben dieses Grundrecht gibt auf Leben und persönliche Freiheit. Das führt natürlich viel weiter als in den Bergsport. Aber ein Teilgehalt dieses Rechts ist eben das Recht, sich nach seinem Willen und ohne staatliche Eingriffe zu bewegen. Diese Grundrechte, das ist ja nur eines von vielen, die können eingeschränkt werden. Nötig dazu ist eine gesetzliche Grundlage, ein öffentliches Interesse und auch ein Eingriff muss immer verhältnismäßig sein. Für uns von Interesse sind eben Weggebote oder Kletterverbote, zum Beispiel in Naturschutzgebieten, Wegsperrungen bei militärischen Schießübungen oder auch wegen Naturgefahren. Interessant ist bei unserem Thema sicher, dass in der Schweiz vor etwa 12 Jahren eine Risikoaktivitätengesetzgebung erlassen worden ist. Allerdings muss man sagen, dass damit nicht wirklich viel Neues geregelt worden ist. Die bereits bestehenden Rechtsnormen, zum Beispiel aus dem Auftragsrecht oder dem Strafrecht und all die Sorgfaltspflichten, die schon früher herausgearbeitet wurden, gelten weiterhin. Und es ist nicht wirklich etwas Neues, aber gerade für Bergführer und Schneesportlehrer ist dieses Gesetz, dieses Risikoaktivitätengesetz anwendbar und stellt auch gewisse administrative Anforderungen, die diese Profis zu erfüllen haben. Ich kann zusammenfassend sagen, dass es kein explizites Recht auf Risiko gibt in der Schweiz, aber wenn man, also im engen Sinne, aber im weiten Sinne kann man sagen, doch, solange man nicht andere Personen oder die Natur gefährdet, kann man im Rahmen eines eigenverantwortlichen Handelns oder auch der Selbstgefährdung eben Risiken eingehen. Die Eigenverantwortung ist im Bergsport ein ganz zentraler Pfeiler. Eben früher wurden Unfälle mehr als Schicksalsschläge hingenommen. Heute hat sich eben mit der Entwicklung zum Breitensport und mit der Kommerzialisierung das ganze Denken verändert. Die Sicherheitserwartungen sind gestiegen. Es herrscht mehr ein Anspruchsdenken. Im Haftpflichtrecht ist auch von einer Amerikanisierung die Rede, eben, dass man, wenn man einen Schaden erleidet, versucht, diesen Schaden auf eine andere Person zu überwälzen. Dennoch kann man sicher sagen, dass die Eigenverantwortung weiterhin traditionell, aber auch weiterhin ganz wichtig ist im Alpinismus. Das bedeutet eben, dass jede Person für die eigene Sicherheit selbst zuständig ist. Dabei ist es immer wichtig, die verschiedenen Sorgfalts- und Verantwortungsbereiche abzugrenzen. Also es ist zu analysieren, in wessen Risikosphäre liegt etwas, wie ist die Abgrenzung zwischen der Eigen- und der Fremdverantwortung.
Es gibt ein paar Begriffe, die bei den bergsportlichen Fällen immer wieder vorkommen. Ich kann jetzt nicht im Detail auf diese eingehen, aber das ist eben das sogenannte Handeln auf eigene Gefahr. Dann die Selbstgefährdung, das alpine Restrisiko. Damit meint man eben die dem Bergsport inhärenten Gefahren, die auch bei sorgfältiger Ausübung einfach nicht vermeidbar sind. Und die bleiben eigentlich immer bei einem selbst. Also wenn es wirklich unglücklich läuft, dann kann etwas schiefgehen, selbst wenn man selber sehr sorgfältig ist oder sich einer Bergführerin angeschlossen hat. Wie ich schon gesagt habe, geht es im Haftungsrecht eben um die Frage, ob eigentlich ein Schaden, der sich letztlich finanziell ausdrückt, ob ein solcher finanzieller Schaden oder auch eine immaterielle Unbill, das wäre dann die Genugtuung, also für erlittene psychische Beeinträchtigungen, auf eine Drittperson abgewälzt werden kann. Es gibt typische Haftungskonstellationen, die hängen zusammen einerseits mit Bauten und Anlagen. Gute Beispiele sind eben Wanderwege, Klettergärten, Klettersteige, Kletterrouten, Clubhütten und so weiter. Es kommt dann natürlich immer im Einzelfall darauf an, ob eine solche Baute und Anlage dann ob das irgendwie haftungsrechtlich bedeutsam werden kann, wenn die einen Mangel aufweisen. Eine weitere Haftungskonstellation sind private, ungeführte Bergtourengruppen, bei denen etwas passiert, dann Unfälle oder Ereignisse im Zusammenhang mit professionell oder ehrenamtlich tätigen Führungspersonen. Im Haftpflichtrecht ist immer zu unterscheiden, stützt sich ein Anspruch auf einen Vertrag, also auf eine gegenseitige übereinstimmende Willenserklärung, die abgeschlossen wurde und Rechte und Pflichten zwischen den Parteien begründen, oder ist die Grundlage außervertraglich? Was es eben auch gibt, das ist das sogenannte Deliktsrecht. Zu den Haftungsvoraussetzungen kann ich natürlich nur kurz und oberflächlich eingehen. Also eine Grundvoraussetzung haftpflichtrechtlich ist eben, ob ein Schaden vorliegt, ein finanzieller Schaden oder eine immaterielle Unbill. Dann ob zwischen der, ich sage jetzt mal, schädigenden Handlung und dem Schaden ein Kausalzusammenhang besteht. Nur dann hat man eine Chance, Schadenersatz zu erhalten. Ob die Schädigung widerrechtlich geschehen ist, und das ist vor allem dann zu bejahen, wenn man am Leib und Leben verletzt worden ist, was ja bei Bergunfällen eigentlich im Vordergrund steht. Dann gibt es eben Haftungsnormen, bei denen ist ein Verschulden des Schädigers, der Schädigerin nötig, das heißt ein vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten. Eine Fachdefinition ist eben die Frage, weicht ein solches Verhalten unter den gegebenen Umständen vom angebrachten Durchschnittsverhalten ab? Das ist in jedem Einzelfall zu prüfen. Es gibt aber auch Haftungen, die sind verschuldensunabhängig. Da genügt es zum Beispiel, dass eben ein Werkmangel bei einer Baute vorliegt. Sehr interessant, in unserem Bereich sind auch der Gefahrensatz und die Verkehrssicherungspflichten. Der Gefahrensatz besagt, wer einen gefährlichen Zustand, also eine Gefahrenlage oder eine Gefahrenquelle schafft und oder unterhält, hat für die Vermeidung eines Schadens nötigen Schutzmaßnahmen zu sorgen. Eine Konkretisierung dieses Gefahrensatzes sind eben die Verkehrssicherungspflichten. Das sind Pflichten, die
oftmals in speziellen Gesetzen zu finden sind, eben zum Beispiel im Risikoaktivitätengesetz oder im Obligationenrecht, für Betreiber von Skipisten, für Erbauer von Alpinwanderwegen oder Klettersteigen. Wichtig ist, zu prüfen, worauf eben die Benutzerin, der Benutzer vertrauen darf. Sie darf darauf vertrauen, dass eben keine atypischen oder fallenartigen Gefahren, also überraschende Gefahren auftauchen im Zusammenhang eben mit Bauten und Anlagen oder bei der Führung einer Bergtour mit einer professionellen Person. Selbstverständlich gibt es Grenzen eben der Verkehrssicherungspflichten, die sind eben in der Zumutbarkeit von Schutzmaßnahmen einerseits zu sehen und andererseits in der schon angesprochenen Eigenverantwortung der Bergsteigenden. Stichworte hier sind eben zum Beispiel wilde Pisten, das freie, das alpine Gelände. Und bei diesem Thema Verkehrssicherungspflichten wird auch immer wieder die Haftungsausdehnung und die Überspannung dieser Verkehrssicherungspflichten diskutiert. Also die Frage, ob man heute zu hohe Anforderungen stellt, zu weit geht und eben damit auch Haftungsforderungen eine Chance gibt, die sehr folgenschwer sein können finanziell und auch vielleicht die Prozessfreudigkeit der Verletzten für sie einen Anreiz darstellen könnte. Es gibt auch eine strafrechtliche Bedeutung des Gefahrensatzes. Das Strafgesetzbuch der Schweiz umschreibt das so, dass es ist eben nicht nur eine, es kann ein Straftatbestand nicht nur durch eine aktive Handlung erfüllt werden, sondern auch durch ein Passivbleiben, durch eine Unterlassung. Und diese Unterlassung ist eben dann relevant, wenn man selber eine Gefahr geschaffen hat und verantwortlich ist für Personen, die zum Beispiel ein Werk benutzen. Und wenn das dann mangelhaft ist und sich ein Schaden ereignet, dann kann es eben sein, dass man strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird wegen einer Unterlassung. Ein wichtiger anderer Grund ist auch eben eine Garantenpflicht. Zum Beispiel die Bergführer, die Bergführerinnen haben eine Garantenpflicht für ihre Gäste. Auch eine freiwillig eingegangene Gefahrengemeinschaft kann dazu führen, dass zum Beispiel passives Verhalten strafrechtlich relevant wird. Ich möchte jetzt kurz auf diese Haftungskonstellationen etwas näher eingehen. Einerseits sind es eben diese schon erwähnten Bauten und Anlagen. Hier steht die Werkeigentümerhaftung im Vordergrund. Die ist im schweizerischen Obligationenrecht geregelt, in Artikel 58. Es ist eine Haftung, die kein Verschulden voraussetzt. Es ist aber, damit diese Haftungsnorm zur Anwendung kommt, ist es nötig oder wird vorausgesetzt, dass ein Werk mangelhaft ist, sei es, dass es schlecht geplant und angelegt oder mangelhaft unterhalten wurde. Also wenn zum Beispiel ein Klettersteig nicht regelmäßig gewartet unterhalten wird, dann kann es zum Beispiel durch Steinschläge oder Frostsprengung kann es zu Schäden kommen. Und wenn dann deswegen Gefahren entstehen und ein Unfall, dann kann es sein, dass der Betreiber eines Klettersteigs dann eben haftpflichtrechtlich in die Verantwortung genommen wird, wegen einem Werkmangel. Sie sehen hier noch den Werkbegriff. Ich möchte nicht näher darauf eingehen. Das sind einfach künstliche Werke vom Menschen geschaffen, die stabil und mit dem Boden fest verbunden sind.
Man kann auch sagen, dass eine Haftung für den Zustand eines Werks, also es ist eben kein direktes Verschulden nötig. Natürlich können Werkmängel auf ein fahrlässiges Verhalten zurückgeführt werden, aber es ist auch denkbar, dass Naturereignisse zu einem Mangel führen. Und auch dafür hat der Werkeigentümer, die Werkeigentümerin einzustehen. Und im Einzelfall ist dann immer wichtig zu sehen, wozu, welchem Zweck dient ein Werk, also welchem Zweck dient ein Alpinwanderweg, wie viel Sicherheit muss ein Alpinwanderweg bieten, was darf man erwarten. Und gemeint ist natürlich immer nur der bestimmungsgemäße Gebrauch. Und es ist klar, wenn sich jemand überschätzt und obwohl er schlecht in Form ist und unerfahren dann einen Alpinwanderweg beschreitet, dann kommen wir eben in den Bereich der Eigenverantwortung, der Selbstgefährdung. Und es ist dann diese Abgrenzung der Verantwortungssphären im Einzelfall vorzunehmen. Haftbar ist dann grundsätzlich die Eigentümerin, aber es gibt auch andere Fälle, zum Beispiel es kann eine Gemeinde oder ein Verein sein, der einen Weg unterhält, oder es kann eine Bergbahnunternehmung sein, die ein Werk baut und dem Publikum anbietet. Kurz zu dieser Haftungskonstellation unter Bergsteigenden, also bei privaten, ungeführten Touren. Das klassische Beispiel ist eine Seilschaft. Stellt sich hier die Frage, wenn sich ein paar Leute zusammentun, um eine Bergtour zu unternehmen, ob sie dann eben so weit gehen wollen, dass sie sich sogar rechtlich mit Rechtsbindungswillen zusammentun und sozusagen als einfache Gesellschaft, die zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks mit gemeinsamen Mitteln eben diese Verbindung eingehen. Und das ist eine stark umstrittene Frage und die Antwort hängt primär von den konkreten Umständen, vom Verhalten dieser Leute ab, was sie miteinander abgemacht haben, was die Indizien für Rückschlüsse zulassen. Es gibt auch die sogenannte Vertrauenshaftung, also es gibt gewisse Situationen, in denen sich eine Person eben, indem eine Person, sagen wir, durch ihre Art, was sie macht oder dass sie die Initiative ergreift oder was sie sagt, dass sie Vertrauen erweckt und es ist dann die Frage, ob dieses Vertrauen berechtigt ist. Und wenn ein Teilnehmer berechtigterweise Vertrauen in eine faktische Führungsperson, sage ich mal, gesetzt hat, dann können daraus rechtliche Konsequenzen abgeleitet werden. Kann man natürlich nicht allgemein und theoretisch sagen. Wichtig ist eben auch zu sehen, dass wenn jemand an sich keinen Rechtsbindungswillen hatte, aber dann bei einer konkreten Bergtour die ganze Initiative ergreift und auch die Fähigkeiten hat, die anderen zu führen und zu sichern, dass er sich dann eben als faktische Führerin, als faktischer Führer benimmt und dann auch rechtlich eben so beurteilt werden kann. Was natürlich bei einem Unfall unangenehme Konsequenzen haben kann. Soweit keine vertragliche Beziehung da ist unter einer Bergsteigergruppe, in einer Seilschaft, dann gibt es immer noch diese deliktische Haftung, das sind eben die außervertraglichen Haftungsgrundlagen. Und wenn sich da jemand schuldhaft verhalten hat, eben fahrlässig oder grob fahrlässig oder sogar vorsätzlich schuldhaft verhalten hat, dann ist eine Haftung ebenfalls möglich. Also man könnte zum Beispiel sagen, als Beispiel ein unvorsichtiges Auslösen einer Lawine durch eine Drittperson, welche oberhalb einer aufsteigenden Skitourengruppe in einen Hang
einfährt und damit diese darunter befindliche Gruppe gefährdet, wenn zum Beispiel ein Schneebrett ausgelöst wird. Ein sehr wichtiges Thema sind natürlich die Bergführer und Bergführerinnen. Es ist unbestritten, dass sie eben mit ihren Kunden ein vertragliches Verhältnis eingehen. Vielleicht ist es auch zur Bergschule, das muss man dann immer im Einzelfall anschauen. Und da gelten natürlich im Auftragsrecht ziemlich hohe Sorgfaltspflichten. Es ist aber nicht an Erfolg geschuldet. Also die Bergführer müssen zum Beispiel nicht einen Gast auf einen Gipfel bringen, sondern es ist einfach eine sorgfältige Führung nach den Umständen nötig, um möglichst den Gast unversehrt wieder zurückzuführen. Wie schon erwähnt, gibt es dieses Risikoaktivitätengesetz, das eben die Sorgfaltspflicht auch beschreibt, aber es ist nicht etwa etwas Neues oder eine neue Haftungsnorm. Es beschreibt im Prinzip das, was auch schon früher aufgrund des Auftragsrechts gegolten hat. Wenn sich jemand in die, ich sage jetzt mal, Obhut einer Bergführerin begibt, dann überträgt er nicht sämtliche Verantwortung auf diese Führungsperson, sondern eine gewisse Eigenverantwortung bleibt immer bei einem selber. Das ist eben zum Beispiel dieses alpine Restrisiko. Wenn sich dieses verwirklicht, dann kann man eben rechtlich einer Führungsperson keinen Vorwurf machen, wenn die Akten oder der konkrete Fall zeigt, dass die Führungsperson so grundsätzlich sorgfältig vorgegangen ist. Dann gibt es auch natürlich die Alpinvereine, die sind sehr bedeutsam, die haben ja sehr hohe Mitgliederzahlen, also der Schweizer Alpenclub hat, ich glaube, etwa 170.000 Mitglieder, also diese Sektionstouren, die sind sehr, sehr bedeutsam in der Praxis und die werden in der Regel von Tourenleitern ehrenamtlich geleitet. Vielleicht kriegen sie eine kleine Entschädigung oder eine Spesenentschädigung. Da gibt es spezielle Rechtsfragen, mit wem besteht jetzt ein Vertrag? Ist es eben mit der Sektion? Ja, wahrscheinlich keine direkte vertragliche Bindung zum Tourenleiter, zur Tourenleiterin. Und der Sorgfaltsstandort ist nicht so leicht zu definieren. Der liegt so zwischen den Sorgfaltspflichten einer faktischen Führungsperson und einem Bergführer. Also es ist sicher tiefer als bei einer professionellen Bergführerin, aber doch, man übernimmt eine Führungsverantwortung und muss auch die sich daraus ergebenden Konsequenzen tragen. Es gibt natürlich Sektionstouren, die sehr schwierig sind und wenn jetzt ein Tourenleiter sich realistisch einschätzt, dann muss er vielleicht sagen, das ist über meinem Niveau, das ist zu viel. Und in einem solchen Fall ist es dann unvermeidlich, dass man eben einen Bergführer beizieht, der eben den nötigen Sorgfaltsstandard erbringen kann. Auf dieses Thema Haftungsausschluss und Beschränkung möchte ich nur ganz kurz eingehen. Es ist im Prinzip möglich, die Haftung einzuschränken zum Voraus, aber das ist doch sehr eingeschränkt möglich. Also man kann nicht für grobes Verschulden oder Vorsatz die Haftung zum Voraus einschränken. Und man kann auch gerade für Personenschäden, also wenn man gesundheitliche Schäden erleidet, die dann finanzielle Folgen haben, weil man gerettet werden muss, weil man geheilt werden muss. Für solche Schäden kann man die Haftung nicht wegbedingen, höchstens nachträglich allenfalls. Eine weitere Grenze für Haftungsansprüche ist natürlich auch die Verjährung. Also man kann nur während einer bestimmten Zeit einen Haftpflichtanspruch geltend machen. Wenn man zu lange zuwartet, ist es zu spät und
Das ist doch auch in der Praxis ein wichtiger Punkt, denn man möchte, der Gesetzgeber wollte damit erreichen, dass eben nach einer gewissen Zeit auch ein Rechtsfrieden wieder da ist und nicht weiter geklagt werden kann. Im Strafrecht sind die Verjährungsfristen oft deutlich länger, vor allem wenn es um schwerere Delikte geht. Interessant ist sicher auch die Wirkung von Warntafeln. Wir haben ja ein Zeitalter der Warntafeln, das sieht man, wenn man in der Stadt unterwegs ist, aber auch in den Bergen, gerade in den organisierten Skigebieten zum Beispiel oder am Beginn oder Ende von gewissen Wegstrecken sieht man viele Tafeln mit Warnungen und Hinweisen. Und man kann sicher sagen, dass das grundsätzlich dass kein Vertrag entsteht. Wenn man eine solche Tafel liest, dann schließt man nicht einen Vertrag ab mit demjenigen, der die Tafel aufgestellt hat. Aber diese Tafeln können dennoch eine rechtliche Wirkung haben, insofern als man wichtige Informationen erhält, im Sinne einer eben Warnung, und dass man dann, ich sage jetzt mal, mehr, dass der eigene Verantwortungsbereich damit ein bisschen ausgedehnt werden kann. Also, dass man sozusagen sehenden Auges oder wissend in die Gefahr geht. Man weiß zum Beispiel hier, aha, ich befinde mich auf einem Gletscher und es wird vor Gletscherspalten gewarnt. Das schließt aber eine Haftung derjenigen Person oder Unternehmung, die eine Warntafel aufgestellt hat, nicht aus. Kurz zu den Rettungseinsätzen. Das ist ein komplexes Gebiet. Es gibt da typische Fragen, also rechtlich. Einerseits ist eben zu unterscheiden zwischen Krankheit und Unfall. Peter Paul hat ja auch erwähnt, man kann zum Beispiel einen Herzinfarkt erleiden auf einer Bergtour. Ist das jetzt eine Krankheit oder ein Unfall? Das deutet sicher Richtung Krankheit. Und dann gibt es eben die Unfälle, zum Beispiel einen Absturz. Und das wird dann im Unfallversicherungsrecht, ich komme dann noch darauf zurück, wird das definiert, was ein Unfall ist. Es gibt dann die verschiedensten Konstellationen. Es werden manchmal Personen gerettet, die nicht verletzt sind, oder es gibt nicht notwendige Rettungsaktionen, weil man meint, jemand müsse gerettet werden, obwohl es gar nicht so ist. Und es gibt dann schwierige Rechtsfragen, was das für Folgen hat. Interessant ist sicher zu wissen, dass die Unterlassung der Nothilfe grundsätzlich strafbar ist. Also wenn jemand sich in einer unmittelbaren Lebensgefahr befindet und ein anderer, der in der Lage wäre zu helfen, das nicht tut, dann macht er sich strafbar. Ganz kurz noch zur Versicherungsdeckung. Eben, ich bin schon auf den Unfall zu sprechen gekommen. Interessant ist sicher zu sehen, dass die Rechtsprechung in der Schweiz davon ausgeht, dass Skifahren, Bergsteigen, Klettern grundsätzlich schützenswerte Handlungen sind. Also die werden eben nicht als Wagnisse angeschaut, die sozusagen nicht verantwortbar sind oder nicht, bei denen ein nicht tolerierbares Risiko besteht. Die Versicherungen können aber Leistungskürzungen und Verweigerungen vornehmen, wenn jemand eben grob fahrlässig handelt, also wirklich völlig unvernünftig und unverständig, oder wenn er ein Wagnis eingeht. Und es gibt eben die absoluten Wagnisse, eben Basejumping, Speedflying, Alleinbesteigungen, die sind nicht geschützt versicherungsrechtlich. Und dann gibt es die relativen Wagnisse. Das ist, wenn man zum Beispiel Skifahren geht, aber eben ein besonders hohes Risiko eingeht oder in einer Art eine Tour unternimmt, die eben nicht den gängigen Sicherheitsvorstellungen entspricht. Und zwar massiv nicht. Also wenn man wirklich etwas Sicherheitsmaßnahmen geradezu krass missachtet. Das ist das letzte
Gebiet, auf das ich noch kurz eingehen will, habe ich schon gestreift, das Strafrecht. Eben jeder Unfall, Todesfall vor allem, zieht eigentlich eine Strafuntersuchung nach sich. Oftmals werden diese Strafuntersuchungen dann eingestellt, aber in gewissen Fällen, wo der Verdacht auf ein strafbares Verhalten besteht, geht die Strafuntersuchung weiter. Typische Tatbestände sind eben die fahrlässige Tötung oder die fahrlässige Körperverletzung. Und die Schuld wird täterbezogen beurteilt. Man schaut eben, was hätte man von diesem Beschuldigten erwarten können. Was konnte diese Person nach ihren persönlichen Verhältnissen voraussehen? Hätte sie die Verwirklichung des Unfalls voraussehen und verhindern können, und hat es vielleicht einen Rechtfertigungsgrund gegeben? Ja, damit komme ich zum Ende meines Referats mit diesem Überblick zu diesen sehr zahlreichen Rechtsfragen, die ich hier eben nur ansprechen konnte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.